Du verwechselst manchmal medizinische Fachbegriffe, kommst durcheinander und kannst dir manche Begriffe einfach per Du nicht einprägen. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und in diesem Video zeige ich dir, wie du medizinische Fachbegriffe am Beispiel von neurologischen Fachbegriffen wirklich dir einprägen kannst und besonders dann, wenn die Fachbegriffe sich sehr ähneln oder ähnlich klingen. Ja, und ich kenne es aus meinem eigenen Medizinstudium nur zu gut, dass es manche Begrifflichkeiten gibt, die man immer wieder nachschlägt und vergisst. Und wenn man die richtigen Lerntechniken anwendet und mit diesem kleinen Tipp oder mit dieser kleinen Lerntechnik, die ich dir heute zeige, am Beispiel, wie gesagt, von neurologischen Fachbegriffen, wird dir das in Zukunft nicht mehr passieren und du kannst dir auch sehr ähnlich klingende Fachbegriffe gut so einprägen, dass du sie nicht mehr ja, so einfach verwechseln kannst. Und falls du jetzt keine Neurologie hast oder die Fachbegriffe schon kennst, lass dich einfach mal drauf ein. Du kannst auch für andere Begriffe das Prinzip oder diese Lerntechnik 1:1 übernehmen. Und ansonsten auch, lass dich drauf ein, wenn es jetzt ein bisschen skurril, lustig wird. Ja, und du kennst es bestimmt schon, hast es schon öfters aus meinem Munde gehört. Je verrückter, je emotionaler, je abgefahrener und skurriler eben die Sachen sind, umso besser, schneller und einfacher kannst du dir die Sachen dann auch eben merken. Okay, also ich will dir mit Hilfe der Schlüsselwortmethode mal zeigen und viele Beispiele oder weitere Beispiele findest du auch hier oben verlinkt in verschiedenen Videos. Eins davon verlinke ich dir, wie gesagt, hier oben mal. Möchte ich dir zeigen, wie du mit Hilfe eben der Schlüsselwortmethode dir sehr ähnlich klingende Begriffe wie Ataxie, Aphasie, Algesie und so weiter ja dir gut und schnell und einfach einprägen kannst. Und wie du es vielleicht schon öfters gehört hast, es läuft natürlich wieder über das Bildliche, dass wir uns entsprechend Bilder für diese einzelnen Fachbegriffe überlegen. Das ist unser Schlüsselwort und dann die eigentliche Bedeutung mit diesem Schlüsselwort als kleine lustige Szene, Eselsbrücke verknüpfen und uns so viel besser und schneller einbringen können. Okay, das erste Beispiel, Ataxie, heißt so viel, dass man ja nur unkoordinierte Bewegungen machen kann. Ataxie klingt für mich wie Ataxi, ein Taxi. Jetzt haben wir schon mal das Schlüsselwort oder den Schlüsselbegriff und verknüpfen das eben mit der eigentlichen Bedeutung, dass man sich nur unkoordiniert bewegen kann. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie du vielleicht ein Taxi rufen möchtest und nur ganz unkoordinierte Bewegungen machen kannst, aber irgendwie wird dann doch ein Taxifahrer oder eine Taxifahrerin auf dich aufmerksam und hält dann irgendwann doch an. Je verrückter, wie gesagt, du dir das vorstellst, die Bewegungen, die du vielleicht selbst machst, umso ja eingängiger und einprägsamer ist es dann. Also Ataxie merken wir uns mit einem Taxi, dass du eben anhältst, indem du sehr unkoordinierte Bewegungen machst. Genau. Dann der nächste Fachbegriff wäre Agraphie. Das ist eben, wenn man ja nicht schreiben kann. Und gerade wenn es darum geht, sich ähnliche Begrifflichkeiten einzuprägen, schau einfach, welche Sachen, welche Bestandteile unterscheiden sich, obwohl das ähnlich klingt, machen wirklich den Unterschied bei diesen Fachbegriffen. Und das ist dann dieser Teil vom Fachbegriff, den du wirklich auch verbildlichst, weil dann kannst du eigentlich gar keine Gefahr laufen, dass du das irgendwie verwechselst. Agraphie, Agraf, ein Graf, vielleicht so ein adliger Graf, könntest du dir vorstellen. Und wie dieser Graf vielleicht nicht schreiben kann, seine Verträge nicht mehr unterschreiben kann und hat vielleicht Bedienstete, die eben ja für diesen Grafen alles irgendwie schreiben und unterzeichnen müssen. Und ja, weil er eben nicht schreiben kann. Also stell dir so einen Grafen vor. Ich werde die Sachen auch hier oder hier einblenden. Und stell dir wirklich das bildlich vor, visuell vor deinem inneren Auge. Okay, du siehst da so einen Graf für Agraphie, der nicht schreiben kann und vielleicht Bedienste außenrum hat, der unterschreibt und die eben für ihn irgendwelche Sachen aufschreiben. So, ein weiterer Begriff wäre noch Alexie zum Beispiel. Alexie heißt, dass du keine Buchstaben oder dass man keine Buchstaben erkennen kann. Jetzt kannst du wieder überlegen, kannst mal selbst mitmachen. Alexie, nach was klingt es für dich? Vielleicht Alexa? Könntest du dir so eine Alexa vorstellen? Oder ich in meinem Fall würde mir vorstellen, Alexikon, ein Lexikon, wo vielleicht Buchstaben, wie es ja normal üblich ist, in dem Lexikon drinstehen und du schaust dir das an oder jemand anderes schaut sich das an und kann es gar nicht mal lesen und verstehen, weil er eben die Buchstaben in diesem Lexikon ja nicht erfassen kann. Und das nennt man eben Alexie. Also du merkst dir Alexie zum Beispiel mit einem Lexikon, wo du vielleicht selbst reinguckst und die Buchstaben verschwimmen und du kannst dann auch plötzlich nicht mehr das Lexikon lesen, weil du eben keine Buchstaben erkennen kannst. Ein weiterer Begriff wäre Algesie, heißt so viel wie Schmerzempfinden oder Schmerzempfindlichkeit.
Und da kannst du auch wieder überlegen, Alge Sea klingt vielleicht wie Algen. Und du stellst dir vor, wie du in einem Meer voller Algen schwimmst und es sind vielleicht irgendwelche Feueralgen, es gibt es ja eher Feuerquallen, aber in dem Fall sind es jetzt Feueralgen, die brennen und es total schmerzt und total weh tut und stellst dir das wirklich vor, dass du brutale Schmerzen hast und sehr schmerzempfindlich bist und dir diese Algen vielleicht den Arm verbrennen. Je brutaler, je verrückter, wie gesagt, du dir diese Szenen auch mit Emotionssinn vorstellst, umso langfristiger, ja, bleibt es dann hängen. Manchmal überlegst du dir einmal sowas und du wirst es nie wieder vergessen. Okay, also Alge Sea, dafür merken wir uns die Algen, wo wir Schmerzen empfinden, für eben Schmerzempfindlichkeit. Analgesie kannst du dir dann herleiten, das ist dann quasi das Gegenteil, dass du schmerzunempfindlich bist. Okay, dann noch als letztes Beispiel Aphasie, dass man Störungen in der Sprache hat. Da kannst du auch wieder überlegen, Aphasie klingt vielleicht wie eine Vase, Aphasie. Und vielleicht hat die Vase einen Mund und so eine Vase kann ja eigentlich eh nicht sprechen und brabbelt irgendwelches komisches Zeug daher, ob wenn sie überhaupt sprechen kann. Und so kannst du dir ein für alle Mal merken, Aphasie, Störung der Sprache. Okay, und du siehst schon, Aphasie, die Vase, wirst du nicht mit den Algen verwechseln und so weiter. Und schreib gerne mal in die Kommentare, ob es für dich geklappt hat. Sag auch gerne, wenn du es vielleicht bei anderen Beispielen mal angewandt hast, sag auch gerne, zu welchen Begriffen ich dir mal solche Beispiele ja noch weitergeben soll, wo du sagst, oh, das sind Begriffe, da fällt mir jetzt keine gute Eselsbrücke ein. Schreib es einfach in die Kommentare. Ich versuche dann, alle Kommentare zu beantworten und dir so eine kleine Eselsbrücke reinzuschreiben. Okay, kleiner Test. Ataxie, kurz überlegen, was haben wir uns damit gemerkt? Wie haben wir es uns gemerkt? Okay, Ataxie, du erinnerst dich, das Taxi, ein Taxi. Und was haben wir da uns noch zusätzlich gemerkt? Genau, du hast dir vielleicht vorgestellt, wie du da irgendwie unkoordiniert dich bewegst. Heißt eben, oder für was steht eben Ataxie? Für unkoordinierte Bewegung. Kannst jetzt alle nochmal durchgehen, Augen zumachen, Video anhalten und kurz überlegen, ob du wirklich noch auf alle Begriffe kommst. Wie gesagt, das kannst du auch für andere Fachbegriffe hernehmen oder für Themen, wo es Begriffe sind, die sich ja zum Verwechseln ähnlich sind. Wie gesagt, dann guck, welche Buchstaben, welche Silben sich unterscheiden. Bau die in deine Geschichte ein, verbildlich die und dann läufst du eigentlich sehr, sehr sicher oder läufst keine Gefahr, dass du das dann irgendwie noch verwechseln wirst. Ja, und falls du noch weiter in die Welt der Lerntechniken eintauchen willst, wenn du dir viel Nerven und Zeit beim Lernen sparen kannst, schau gerne mal auch auf unserer Seite zu unserem Online-Workshop vorbei. Es gibt nämlich bald wieder einen Online-Lern-Workshop. Schau gerne in die Beschreibung, da steht das Datum, gibt es auch den Anmeldelink. Würde mich freuen, wenn du auch da dabei bist. Wenn du quasi noch viel tiefer mehr Beispiele willst, weitere Lerntechniken lernen möchtest, von denen du dann wirklich ja dein Leben lang, zumindest im ganzen Studium und dann als Arzt, Ärztin wirklich profitieren kannst, um dir einfach effektiver, gehirngerecht und auch mit Spaß und zeiteffizient einfach ja dir Sachen langfristig auch einprägen zu können. Okay, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja und wenn es für dich funktioniert hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Aktiviere auf jeden Fall auch die Glocke, dann verpasst du keine hilfreichen Videos mehr, mit denen du hoffentlich dir Zeit und Nerven beim Lernen sparen kannst. Und vielen Dank, dass du bis am Ende hier dabei geblieben bist. Und ja, freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.